Richard zu Cotapaso, es geht gegen den VfB Stuttgart 2. Wie schwierig ist so ein Gegner zweiter Mannschaft auch von den Bundesligisten? Ja, ich sag mal, wir nehmen jedes Spiel ernst. Jedes Spiel wollen wir 100% geben. Aber wir sind halt so, dass wir auf uns gucken und dass wir versuchen, dass wir weiterkommen und vorankommen. Und ich meine, das ist für uns viel wichtiger. Zuletzt waren die Gegner aus der oberen Tabellenhälfte, von ganz oben sogar. Da haben sie relativ gut ausgesehen. Jetzt kommt eine Mannschaft, die weiter unten steht. Energie spielt zu Hause. Der Trainer spricht von einem 6-Punkte-Spiel. Ist der Druck da ein bisschen größer? Der Druck bleibt gleich. Wir wollen ja alle jedes Spiel gewinnen, egal jetzt gegen wen wir spielen. Aber nichtsdestotrotz hat der Trainer schon recht. Das sind natürlich auch Spiele, die man auch gewinnen muss, wenn man halt auch wieder aus der Saison rauskommen möchte. Für Sie persönlich läuft es jetzt immer besser, mittlerweile schon 3 Tore geschossen, seitdem Sie hier in Cottbus sind. Wie fühlen Sie sich hier beim FC? Ich fühle mich hier absolut wohl. Die Spieler, Trainerteam oder ganz Cottbus habe ich eigentlich gut aufgenommen und das hat es für mich auch viel einfacher gemacht. Haben Sie sich eine Torquote vorgenommen für dieses Jahr? Ja, mein Ziel ist einfach, die Mannschaft so weit zu helfen wie möglich. Mit wie vielen Toren? Wenn das am Ende Tore sind, dann ist es auch gut. Aber das Wichtigste ist einfach, dass die Mannschaft als Kollektiv hier uns gut präsentieren und weiterkommen. Kommt Ihnen ein bisschen entgegen, diese Zwei-Stürmer-Taktik, die Vasilemiro jetzt spielen lässt? Ja, also generell, ich finde, das Trainerteam macht eine sehr gute Arbeit und stellt uns immer überragend auf den Gegner ein. Und ich sag mal, das sieht man ja auch. Deswegen sind wir momentan auch mit 5 Spielen ungeschlagen und hoffe, dass die Serie halt weiterhält. Gibt es am Samstag den Heimsieg gegen Stuttgart? Wir werden auch immer unser Bestes geben dafür.